Hallo, meine Liebe. Willkommen zur Brücke zu deiner Seele. Die Legeschablone ist ein wenig groß, deswegen fahre ich dich hier immer zu den einzelnen Feldern hin. Und dann fangen wir auch direkt mit deinem blinden Fleck an. Und gucken uns erstmal, so, bleib stehen, ja, die Zusatzkarten dazu an, ja. Und da haben wir den Buben der Stäbe, den Teufel. Das Buch, okay. Die Vögel und den Reiter. Okay. Also die Kombination sagt mir schon mal, dass dir nicht bewusst ist, dass du in deinen Beziehungen, ja, aufgrund von einem Misstrauen immer in so einer niedrigen Schwingung bist, ja. Im Grunde genommen quasi keine echte Beziehung zulässt, sondern dass immer auf so einem, ja, wie eine Affäre, ne? Auf so einem Affärenniveau hältst, ja? Und da keine echten und tiefen Beziehungen zustande kommen. Und das liegt daran, ja, dass vieles immer im Verborgenen bleibt, ja? Es ist also ein Mangel an Gesprächen, ja, und in die Gespräche muss, hier, wir wandern, da geht's rüber zu deinem Karma, ne, das sind die Klärungskarten zwischen dem blinden Fleck und deinem Karma, in die Gespräche muss mehr Aktivität kommen, ja, das ist das, was ich dir jetzt so vorab schon mal sagen kann. Und dann gucken wir uns aber mal an, was wir denn da genau auf deinem blinden Fleck haben, ja, was du dir bewusst anschauen darfst und nicht mehr länger verdrängen darfst, ja. Und dass du die Beziehung immer nicht in, dass die nicht in die Tiefe kommen, ja, sondern immer auf so einem Affärenniveau bleiben, ja, weil nicht in die tiefe Kommunikation gegangen wird, ja, da immer etwas im Verborgenen bleibt, ja, was du nicht hochholst, ne, um dir, ja, so eine gewisse Machtposition zu erhalten, ja. Das liegt daran, dass du eine Fantasievorstellung zum Thema Liebe hast. Eine Fantasievorstellung. Fantasievorstellungen können die gleiche Wirkung haben wie Erwartungen. Ja, also es geht darum, dass du dir das bewusst machst, ja, dass du deine Fantasievorstellung loslässt, ne, und dich ganz bewusst für das, was du willst, entscheidest und das auch kommunizierst, ja, dass du dir da mal Gedanken drüber machst. Du hast viele, ja, ne, sieht man ja, du liegst in einer Hängematte und träumst davon, wie eine Beziehung eigentlich sein könnte. Ne? Du hast viele
ach, es wäre schön, wenn. Und das beeinflusst dich unterbewusst, ja? Das ist dir gar nicht so bewusst. Prüfe mal, wie viel von einer Fantasievorstellung über eine Beziehung in der Realität auch lebbar ist. Und wie viel davon nicht realistisch ist. Weil größtenteils du einfach selber in diesem Bereich passiv bist, ja, hier. Du da die Kommunikation drüber verbirgst, ja. Also es gibt ja meinetwegen ist deine Fantasievorstellung, du würdest gerne, ich weiß es nicht, keine Ahnung, du würdest gerne, bevor es intim wird, zum Beispiel mal eine längere Fußmassage haben oder so. Keine Ahnung, ja? Und das wäre in der Realität vielleicht auch lebbar, wenn du es aus deiner Fantasievorstellung rausholst und aktiv darin wirst, das auch zu kommunizieren, ja, deine Bedürfnisse an die Oberfläche zu holen, aber eben realistische Bedürfnisse, ja. Schau dir an, wo du in Tagträume und Illusionen investierst, ja, damit du die loslassen kannst und die Bereiche, die tatsächlich eigentlich realisierbar sind, ja, die bringe aktiv in die Kommunikation, ja, die hol hervor, okay, damit deine Beziehungen, so wie du sie dir wünschst, nicht nur eine Fantasievorstellung bleiben, ja, und deshalb immer in einer gewissen Oberflächlichkeit sind, ja, sondern hol die Dinge in die Realität. Und die Dinge, die nicht realisierbar sind, ja, die Tagträume und Illusionen sind, sowas wie, ich hätte gerne den Film SMS für dich in meinem Alltag integriert, ja, lebbar im zwischenmenschlichen Bereich. Da mach dir bitte bewusst, dass das mit der Realität nicht viel zu tun hat, ja, und lass das dann los. Das machst du schon. Dadurch, dass du es dir bewusst machst, okay? Ja, und wenn wir neben dem Karma schon liegen haben, ja, dass du da aktiv in die Kommunikation gehen darfst, ja, und deine Bedürfnisse da hochholen darfst, deine realisierbaren, ja, deine realistischen, ja. Dann hat dein Karma wahrscheinlich auch was damit zu tun, ne? Deine Lernaufgaben, die. Gucken wir aber mal. Ja, schau. Die Schwangere, Ergebnisse sichtbar zu machen, ja. Es wollen sich, ja. Du gehst mit etwas schwanger, ja, aber hältst es im Verborgenen. Ja, mit etwas schwanger gehen, etwas in sich tragen, was jetzt sichtbar werden soll. Na? Und da haben wir als Lernaufgabe, ja, hier, das ist deine Lernaufgabe, Aufopferung, das ist das, was du, ja, hier, Beziehung, ne? Es ist. Was du selbst in die Hand nehmen darfst, ne? Aufopferung, du hast Angst vor Nähe, ja? Und deine Lernaufgabe ist also, wirkliche Nähe zuzulassen, ja? Was natürlich komplett dazu passt, dass du deine Bedürfnisse nicht kommunizierst, ne? Es ist ja keine wirkliche Nähe, wenn man die im Verborgenen lässt und sich da nur seinen Fantasievorstellungen hingibt, ja. Und Aufopferung,
Ja, ist halt Angst vor Nähe, ne? Aus einer Überzeugung heraus, dass du wertlos bist. Ja, da fällt mir dann natürlich auch direkt das ein, was du mir geschrieben hast, ne? Aufgrund deiner familiären Situation, ne? Oder deiner Kindheitsthematik, sagen wir es mal so, ne? Und da schleppst du wohl ein Gefühl der Wertlosigkeit mit dir herum. Und deswegen spielt sich bei dir so viel im Verborgenen ab, ja, was du nicht klar kommunizierst, weil du dir gar nicht bewusst bist, dass du den Wert dafür hast, Beziehung so zu leben, ja. Also dieses Gefühl kommt von Schuldgefühlen, ja. An diese Wertlosigkeit birgt ein Schuldgefühl in sich. Und deswegen gibst du, ohne zu empfangen. Das ist total energieraubend, ne? Das führt zur Erschöpfung. Du verteidigst dich damit gegenüber einem Verlust, den du erlitten hast, ne? Und den du bis heute nicht verarbeitet hast. Und dieser Verlust, da trägst du Schuldgefühle in dir und auch das Gefühl von Wertlosigkeit, ja. Und weil dir dieser Verlust so weh tut und du dich diesem Gefühl nicht stellen willst, hilfst du anderen, ja. Du opferst dich auf, damit du dich mit deinem eigenen Schmerz nicht beschäftigen musst. Das ist so ein, ja, ich mache aber dies Gutes und jenes Gutes und welches Gutes, also bin ich doch auch gut. Ja? Obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich mich wertlos gefühlt habe. Also du füllst das auf mit, ich opfer mich für andere auf. Und so umgehst du deinem eigenen Schmerz, ne? Du lenkst dich von dem damit ab. Du hast Angst vor einer gleichberechtigten Beziehung und vor menschlicher Nähe. Also du meinst, wenn ich helfe, mich aufopfer, dann muss das doch reichen, ne? Das heißt aber auch, dass du halt nicht auf Augenhöhe Beziehungen leben kannst, ne? Dass auf Augenhöhe, also mit echter Nähe, ja? Mit echter Intimität. Du stellst dich also über oder unter deinen Partner, um Intimität und echte Nähe zu vermeiden. Da musst du mal bitte reinfühlen, ja, welche Opferrolle du da einnimmst, ja, ob du dich stärker oder schwächer als dein Gegenüber fühlst. Um da deine Schmerzgefühle zu vermeiden, ne? Welche Position du davon einnimmst. Und das Ganze ist ein Konkurrenzkampf dann, ne? Also wenn du diese echte Intimität, diese echte Nähe vermeidest, ja, und die nur in deiner Fantasievorstellung existiert, ja, und du die vermeidest, um dich da deinem Schmerz nicht stellen zu müssen, dann bist du immer in so einem Konkurrenzkampf, ja, und der führt natürlich zu Entzweiung, Trennung, Angst, ja. Das lässt alles schwierig und zu einer Last werden, ne? Also es ist jetzt wichtig für dich, dass du ehrlich zu dir selbst bist, ne? Weil wenn du in Wahrheit lebst, kann auch dein Gegenüber ein wahres Leben mit dir führen, ne? Also verbieg dich nicht, sei authentisch. Ja? Warum?
weil es keine Fantasievorstellung ist, echte Nähe und Intimität haben zu können und du den Wert dafür hast. Ja, du hast den Wert. Und du musst das nicht in deiner Fantasie leben. Du bist auch liebenswert, ohne dass du dich aufopferst. Jetzt gucken wir mal, was du loslassen darfst. Ja, hier, was du loslassen darfst, was du beenden darfst. Ne? Schauen wir mal. Gucken wir mal die. Oh, hier, schau. Ich sag noch, ne, du bist wertvoll. Hier, gucke mal. Du bist auch gerade in einer sehr geschützten Entwicklung, ne? Sehr geschützte Entwicklung, dann kann es bei dir nur um Vertrauen gehen, ne? Das sind ja gerade die Hauptenergien. Wenn du meine Orakel regelmäßig schaust, dann wirst du das ja sicherlich wissen. Okay. Gucken wir mal. Loslassen. Welche Ängste du loslassen darfst, ne? Ja. Was du beenden darfst. Angst vor Fehlern. Du darfst Angst vor Fehlern loslassen. Vor Fehlern, bei Treffen, Fehler dabei, Unklarheiten mit deinem Partner zu bereinigen. Ja. Was wir hier schon liegen hatten, ne? Dass es nicht deiner Fantasievorstellung entspricht, hier eine tiefe Beziehung führen zu können, ne? Deine verborgenen Bedürfnisse, deine Abhängigkeiten, dein Misstrauen, ne? Was da noch so in dir schlummert, ne? Wovon du dich abhängig gemacht hast, hervorzuholen und zu kommunizieren, ja, hier Klarheit da reinzubringen, ja, und das Ganze als Geschenk empfinden zu können, ja, das ist geschützt und geführt. Da lass die Angst davor los, Fehler zu machen, etwas falsch oder auf die falsche Weise zu machen, ne? Fehler können korrigiert werden. Ja? Betrachte mal deine Gedanken, Gefühle und Handlung und überlege, welche davon nicht der Wahrheit entsprechen. Okay? Weil das halt deine Lernaufgabe ist, ne? Im Aufopferungsverhalten zu sein, ja? Weil du den Wert meinst, den Wert nicht zu haben, ja? Außerhalb dieser Rolle echte Partnerschaft leben zu können. Guck dir an, was von deinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen nicht der Wahrheit entspricht, ja? Und dann lass die Angst davor los, deiner Wahrheit entsprechend zu handeln, ja? Das ist deine Lernaufgabe. Das führt zu echter Intimität, zu wirklicher Nähe, zu authentisch gelebter Beziehung, ja? Zu einem ehrlichen Miteinander. Okay? Und dann gucken wir mal, wo du aktiv in die Handlung kommen darfst.
Und du darfst jetzt, ja, hier aktiv werden, ne? In dem hier aktiv angehen und die Passivität aufgeben im Bereich der Falschheiten, ne? Hier sich selbst oder anderen etwas vormachen, ja? Ja. Falsches auf Wolken schweben. Entschuldigung. Ja, das darfst du aufgeben. Du darfst wirklich auf Wolken schweben. Ja, erlaube dir das Glücksgefühl, das man erlebt, wenn man wirklich verliebt ist, wenn man echte Nähe hat. Ja, echte Intimität. Wenn man mit seinem Partner seine Wahrheit leben kann. Erlaube dir das. Ja. Die Karte, die ist der Hammer. Ja, weil die spricht von einer Woge des Glücks, ne? Von einem Strom der Gefühle, der so groß ist. Also das ist ein Geschenk, ne? Eine Offenbarung, in der sich deine Grenzen, die du dir selber setzt, auflösen, wenn du dir das erlaubst. Und das kann man sich nur erlauben oder das kann auch nur funktionieren, wenn man seine Wahrheit lebt, ne? Und die nicht nur in seinen Fantasievorstellungen lebt, sondern im wirklichen Leben lebt, ja? Ansonsten schwingt ja immer die Energie des Fuchses mit. Und das ist so eine niedrig schwingende Energie, mit der wirst du nicht auf Wolken schweben. Geh das aktiv an, ja? Guck dir aktiv an, wo du Teile in deiner Beziehung nur in der Fantasie auslebst, weil du meinst, du hättest nicht den Wert, sie in der Realität leben zu können, ja? Wo du sie verbirgst, nicht kommunizierst und lieber in so einem Aufopferungsverhalten bleibst, ja? Weil du Angst vor Fehlern hast. Das ist ganz wichtig für dich. Und da jetzt in dieses Vertrauen zu kommen, ja, das ist Venus, ja, da ist jetzt gerade die Energie schlechthin für da. Aber wir gucken mal auf dein Hauptthema. Dein Hauptthema. Ja. Ja, Klärung, Kommunikation, Gespräche, ja, Reinigung, Ordnung schaffen. Das ist dein Hauptthema, meine Liebe. Hauptthema in, ja, in deinen Bindungen, ne? Auch familiär. Zu deinem Vater. Klärung. Klärung. Hauptthema, ne? Klärung der Beziehung zu deiner Familie, zu deinem Vater. Sich dafür zu öffnen und die zum Erfolg zu bringen. Okay. Ja. Kater ist auch wieder da. Gucken wir mal genau rein. Ja, schau. Was ist dein Hauptthema? Vertrauen. Dein Vertrauen zu heilen. Ja. Die Bereitschaft,
an einen positiven Ausgang in der Klärung zu glauben, in dem Wissen, dass das jetzt geschützt ist, ja, da, dass das geschützt und geführt ist und zum Erfolg führen wird, wenn du ins Vertrauen kommst. Es geht darum, dass du deine Gedanken positiv ausrichtest, ja, dass du deine positive Gedankenkraft einsetzt, um positive Lösungen zu bewirken. Auch wenn die Situation dir verloren und hoffnungslos erscheint, ja, gerade dann ist Vertrauen und die positive Ausrichtung das A und O, ne? Das, was an der Situation schlecht ist, es wird geheilt. Es ist geschützt, ja, hier, und es führt zum Erfolg, wenn du ins Vertrauen kommst. Es wird geheilt, transformiert und wird zum positiven Ausgang geführt. Wenn du dich ganz auf das Positive ausrichtest, ne? Also es geht um die Positivausrichtung, um deine Gedankenkraft, ne? Ums Vertrauen. Also weise in diese Richtung jetzt zu gehen, ja? Also Ängste, Sorgen, widersprüchliche Wünsche dabei brauchst du nicht, das musst du loslassen, ne? Das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, ne? Wer sich nicht sicher ist in seinen Wünschen, kann keine Wünsche erfüllt bekommen, ne? Also du kannst nicht sagen, oh, ich glaube, ich möchte das, aber vielleicht auch lieber nicht. Dann bekommst du vielleicht auch lieber nicht, ja? Du brauchst eine ganz klare Ausrichtung auf ein positives Ergebnis. Und deine Lernaufgabe ist, diese Entscheidung bewusst zu treffen. Du hast die Wahl. Du stehst jetzt an dem Punkt, wo du die Wahl hast, ja? Du musst bereit sein, deine Befürchtungen und Werturteile beiseite zu lassen, ja? Aber wir gucken nochmal, wofür du jetzt so Mut brauchst. Das interessiert mich ja jetzt doch, weil das ist, ich weiß, dass das einfach gesagt ist, meine Liebe. Das weiß ich wirklich. Generell ist die ganze Vertrauenskiste, die uns gerade um die Ohren fliegt, einfach gesagt, ja? Okay. Ja, siehst du, da kippst du mir schon um. So. Worum geht's? Wofür brauchst du jetzt Mut? Hier, du brauchst Mut dafür, auf dein Herz zu hören, dein Herz in den Erfolg zu führen. Ja, schau, du hast die Gabe der Inspiration, ja? Die Bereitwilligkeit, dich von deiner Inspiration, von deiner Intuition, von deinem Herzen führen zu lassen, das ist das, wofür du Mut brauchst. Ja, weil das weiß, wo es hin will. Und du hast diese Gabe, ne? Hier, das ist die Gabenkarte, das ist ein Geschenk an dich, ja? Du musst ihr nur vertrauen, das ist jetzt das A und O bei dir. Ach, meine Liebe, meine Liebe, meine Liebe. Ich würde ja gerne mitkommen und Händchen halten. Ich weiß, wie doof das ist, ne? Krieg ich dich noch höher? Nein. So, wir fassen nochmal zusammen. Dein blinder Fleck ist, ja, dass echte Beziehung nur in deiner Fantasievorstellung gelebt wird, weil du zu viel aufgrund alter Verstrickungen im Verborgenen lässt und nicht aktiv kommunizierst, wie du dir echte Beziehung vorstellst, weil du dich der Lernaufgabe stellen musst, dass du den Wert für eine echte und wahre Beziehung hast, ja, und aus dem Aufopferungsverhalten rauskommen musst, ja. Du musst die Angst vor Fehlern zulassen und die Angst davor, in eine klare Kommunikation mit einem Gegenüber zu gehen,
die alle Unklarheiten beseitigt, ja. Die positive Ausrichtung und das Vertrauen darauf ist geschützt und geführt. Geh aktiv daran, Falschheiten, Gekünsteltes auf Wolken schweben zu beseitigen, damit du wirklich auf Wolken schweben kannst, weil dieses Glück hast du dir verdient. Und wie machst du das? Indem du ins Vertrauen kommst und eine Klärung in der Beziehung zu deinem Vater suchst, dich dort auf Erfolg ausrichtest, weil die Liebe dafür da ist. Ja, sie ist da. Und plane diese Situation nicht durch. Vertrau deiner Intuition, deiner Inspiration, ja. Weil du hast die Gabe, wenn du dich positiv auf ein positives Ergebnis ausrichtest und auf dein Herz führst, ja, den richtigen Weg zu gehen. Absolute Zeitqualität, geschützt und geführt, ja. So. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Klärung in deine Lernaufgaben geben, ja? Das, wo du jetzt in die Handlung kommen musst, was deine Hauptthematik ist, ja? Welche Ängste du loslassen darfst. Ich denke an dich.